Chers citoyens, chers citoyens de la ville de Colaines, je suis Andreas Bovenschulte, le maire de la ville de Weyhe, la ville jumelée allemande de la ville de Colaines. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une bonne et heureuse nouvelle année. Liebe Freundinnen und Freunde, die Partnerschaft zwischen Colaines und Weyhe besteht seit nunmehr über 40 Jahren. Und ich denke, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, das waren sehr erfolgreiche Jahre. In dieser Zeit hat es eine ungezählte Anzahl von gegenseitigen Besuchen gegeben, ganz viele Austauschmaßnahmen, viele gemeinsame Feste, viele gemeinsame Veranstaltungen. Und in diesen Jahrzehnten sind viele und tiefe Freundschaften zwischen den Menschen aus Colaines und den Menschen aus Weyhe entstanden. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich noch einmal bei all denjenigen zu bedanken, die diese Partnerschaft über all die Jahre begründet, begleitet und mit Leben erfüllt haben. Ich denke mir, wir haben mit unserer Partnerschaft einen kleinen, aber sehr wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen Europas geleistet, einen kleinen, aber sehr wichtigen Beitrag zur fortdauernden Aussöhnung auch zwischen Frankreich und Deutschland. Lassen Sie mich nur kurz daran erinnern, dass noch vor zwei Generationen unsere beiden Länder sich wechselseitig als Erzfeinde bezeichnet haben. Heute sind wir uns in inniger Freundschaft zugetan. Das ist ein großer Erfolg und das zeigt, wie weit wir gekommen sind. Ich denke mir, dass unsere Partnerschaft im kommenden Jahr und in der Zukunft wichtiger ist denn je. Denn leider, trotz der unbestreitbaren Erfolge Europas, gibt es immer mehr Menschen, die an der europäischen Idee beginnen zu zweifeln, die daran zu zweifeln beginnen, ob die offene Gesellschaft das richtige Modell ist. Die beginnen daran zu zweifeln, ob die Idee der Völkerverständigung der richtige Ansatz ist. Wir hören, dass immer mehr Politikerinnen und Politiker davon reden, dass man sich abschotten müsse, dass man Abschied nehmen müsse von Offenheit und Toleranz. Und immer mehr Politikerinnen und Politiker stellen auch den Gedanken der Völkerverständigung über die Grenzen hinweg in Frage. Ich halte das für ganz falsch. Ich glaube, gerade in den heutigen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir uns auf unsere gemeinsamen Grundwerte besinnen, auf unsere Werte einer offenen Gesellschaft, einer vielfältigen und einer toleranten Gesellschaft. Denn darin liegt unsere Stärke, liebe Freundinnen und Freunde. Wir dürfen es nicht den Terroristen und anderen erlauben, uns von unserem erfolgreichen Weg abzubringen. Wir dürfen keine Gesellschaften der Angst haben, sondern wir brauchen Gesellschaften der Zuversicht. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen noch einmal versichern, dass wir als Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weyhe fest an der Seite unserer französischen Freundinnen und Freunde, an ihrer Seite stehen. Wir waren geschockt und entsetzt über die Anschläge in Paris. Und für uns war ganz klar, unser Platz ist an der Seite Frankreichs, unverrückbar und solidarisch. Liebe Freundinnen und Freunde, Liberté, Égalité, Fraternité, das sind die Werte der Französischen Republik. Das sind auch unsere Werte. Lassen Sie uns auch im neuen Jahr gemeinsam dafür eintreten. Lassen Sie uns die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Colaines und Weyhe auch künftig mit Leben füllen, im Interesse des Zusammenwachsens Europas, im Interesse einer gemeinsamen, lebenswerten Gesellschaft. Herzlichen Dank.